Wie fit und vor allem wie gesund sind die Deggendorfer? Beim zweiten Gesundheitstag der Antonius-Apotheke konnten die Besucher ihre Fitness beim Radlfahren unter Beweis stellen. Und wie es mit der allgemeinen Gesundheit ausschaut, darüber gaben Hör- und Sehtests sowie die Messung von Zucker- und Cholesterinspiegel Auskunft. Der Sinn des Ganzen ist, dass man einmal feststellt, dass man pumperl gesund ist, wie man bei uns sagt. Und zum anderen, falls irgendwo bei einem Test ein Problem bekannt wird, dass man das weiß und entsprechendes unternehmen kann. Außer den verschiedenen Gesundheitschecks konnten sich die Deggendorfer auch an den verschiedenen Infoständen beraten lassen und informieren. Und natürlich durften sie auch ihr Glück auf die Probe stellen. Zu gewinnen gab es dabei immerhin einen BMW. Für die Unterhaltung beim Gesundheitstag sorgte unter anderem die Tanzschule Dance with Bianca. Wir wollen den Leuten näher bringen, wie man sich am besten in der Gruppe bewegt, wie schön es sein kann, in der Gruppe Fitness zu machen. Unsere Präventionskurse bieten wir an, die von zertifizierten Kursleitern gemacht werden, wie zum Beispiel Pilates oder Rückenfit-Kurse. Und auch ein einfaches Gedicht wie das von Hans von Gumpenberg mit dem Titel Sommermädchen, Küsse tausche, Lächel beichte, kann durchaus einen positiven Effekt auf das allgemeine Wohlbefinden haben. Wir kümmern uns darum, welche Atemtechnik kann ich nutzen, um mir meiner Stimme bewusst zu werden, meines Körpers bewusst zu sein. Und mir dadurch meine Leistungsfähigkeit zu erhalten, dass ich quasi noch nach dem Arbeitstag auch noch gut drauf bin, wenn ich zu meiner Familie komme und da noch meine Rolle als Mama, Papa oder Großmutter habe. Die Palette an Gesundheitstipps ließe sich sicherlich noch endlos fortsetzen. Nichtsdestotrotz waren die Besucher mit dem bestehenden Angebot mehr als zufrieden. Man kann wirklich also Blutzucker, Cholesterin messen, dann Kalorienverbrauch beim Radeln. Also ich finde es wirklich prima. Er hat zwecks einen Blutdruck messen und eine Tabletten brauche ich auch für einen Blutdruck. Und ich bin da schon so lange Kunde bei der Apotheke. Jetzt da wollte ich einfach herschauen, was los ist und bin gern da. Gesundheit ist das Wichtigste. Alles andere kann man sich kaufen. Und bei der Gesundheit, da ist es immer so, da muss man selber dafür sorgen, dass man gesund bleibt. Nach diesem zweiten Gesundheitstag dürfen die Deggendorfer für die bevorstehende kalte Jahreszeit bestens gerüstet sein.